Mahlzeit. Ich möchte euch nur was erzählen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass euch das freut, weil wir sind doch alle schadenfrohe Söhne. Ja, jedenfalls sind jetzt in meinem Haus Bauarbeiten schon wieder komischer Art und Weise. Hier wird einfach immer geklopft wie verrückt. Leute sind gerade eingezogen, dann wird im Treppenhaus die ganze Zeit gerammelt. Ich unkoordiniert, ich weiß nicht, ich werde einfach nicht schlau daraus, was hier gemacht wird. Ja, jedenfalls hindert es einem sehr daran, ordentlich zu schlafen. Deswegen sehe ich immer so abgefuckt aus. Ja, heute war wieder wirklich perfekt. Ganz früh kommt so ein Mann, klingelt an der Tür. Ich denke mir so, okay, so früh schon Paketdienst. Er macht halt auf, also beziehungsweise mache ich auf. Ich mache die Tür auf, steht so der Herr in seiner Arbeitskleidung vor mir und sagt, oh, sorry, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir das Wasser jetzt für die nächste Stunde erstmal abstellen. Ich denke mir so, Alter, geil, diese Info habe ich jetzt gerade gebraucht beim Schlafen. Und sag danke und gehe wieder ins Bett und habe natürlich keinerlei Bedarf an Wasser. Das hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Naja, der Mann sah irgendwie traurig aus, also dass es ihm unangenehm war, aber ich hoffe, sobald meine Tür zu war, hat er trotzdem irgendwie Freude daran gehabt, weil sonst wäre es ja für den Arsch gewesen. Hier drin ist übrigens der TL bzw. Lindemann-Wodka. Habe ich jetzt schon vor einer Weile verpackt und wollte das eigentlich zurückschicken. Aber ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde den trinken, Alter. Es muss verkostet werden. Bleibt dran. In den nächsten Tagen werde ich das zu mir nehmen. Heute geht es mir echt scheiße. Ja, meine Freundin ist auch schon wieder krank geworden. Alle werden krank in letzter Zeit, oder? Es ist ja nicht mehr normal, Alter, wirklich. Immer ist mindestens einer krank und man selber wird ständig krank, viel öfter als früher. Ey, es geht mir so extrem auf die Eier, Alter. Rich, mein Freund, was kann ich denn dagegen machen? Ich will einfach nur gesund sein. Bitte. Ach, Mann, Gott, hab dich selig. Ihr wolltet noch ein Update zum Ohr haben? Ja, es ist der 12.01. und ich habe jetzt nur noch dieses Piepen ab und zu mal. Manchmal leise, manchmal wird es etwas lauter, unangenehm, keine Schmerzen mehr und so. Auch das Hören an sich ist wieder da. Hat aber wirklich lange gedauert, anderthalb Wochen. Naja, ich bin auch sehr dankbar für die Kopfhörer hier an Chris. Die haben mir auch bei der Party weitergeholfen. Also habe ich halt im linken Ohr drin. Werde ich auch noch ein bisschen nutzen, um meine Ohren zu schonen. Ich kann wirklich nur sagen, passt echt auf euch auf. An Silvester, Alter. Sauft erst, wenn das Feuerwerk alles verballert ist. Und nicht währenddessen oder vorher schon. Und auch, nee. Mann, es kann immer so schnell was passieren. Und das Schlimme ist ja wirklich, man ist ja selber immer nicht schuld. Man ist ja immer nur das Opfer davon, wenn eben eine Rakete trifft oder ähnliches. Scheint zu gehen. Das ist immer eine sehr, sehr feine Sache, wenn die Automaten nicht defekt sind. Na, lass mal ab. Der Mann ist wieder rasiert und frisch. Und sieht jung aus. Völlig gereizt. Aber das ist normal. Banking so bequem wie nie zuvor. Ich wünschte, man könnte das Kleingeld von zu Hause aus einzahlen. Was ist das? Ein Fisch? Was ist das für geil? Das Geld, das ist auch voll geil. Ja, guck mal, das sind sogar 50. Hast du die rein? Ja, ja. Na, es geht mir zu gut. Es ist Zeit, mal wieder zur Straße zu landen. Wir landen schon die 50er und zeigen. Die haben das Gehirn geschärft. Läuft heute sehr schleppend hier. Ein Stoppfunk sind wir. Das geht weiter. Ja. Dieses Geld hier. Oh, das Backhaar. Oh, die geile Backhaar. 180 Millionen muss er feiern. Bevor das Ohr kniet starten kann, muss selbstverständlich der Darm entleert werden. Und auf dem Klo bekommt man noch die besten Infos. Sogar Happy Hour jetzt, in diesem Moment. Alter, kommt der 7 Euro, Alter. Hm. Der erste Gang ist da. Schmecken lassen. Ja, danke. Noch einfach. Und der zweite Gang, es muss viel, viel schneller und mehr geliefert werden hier. Ja, das ist auch. Ach, das ist eine Zitrone? Ich wollte nicht gerade. Ja, die müsste schon da drüben machen. Der dritte Gang? Rein. Der vierte Gang kommt dann schon etwas schneller. Sieht auch gut aus. Das Käse mit Hack. Der fünfte Gang. Und der sechste Gang. Mutter, wie ist es? Es ist sehr schmackhaft, aber ich fange an zu platzen. Es ist viel zu wenig. Siebter Gang. Truthahn. Achso. Das ist Truthahn. Truthahn. Oh. Okay. Der achte Gang. Die Kochbanane. Okay.
Eine schöne Käsenille. Der 9. Gang und hier wird sich schon gestritten, wer das jetzt von der Mutter ist. Sag mal, hallo, gibt es sowas hier? Das geht doch mal auf die Tür. Sag mal. Während die Mutter sich immer noch den Finger auf der Toilette in den Hals schiebt, kommt ja schon der nächste Gang. Ja, das größte Teil, das ist so geil. Feinster Blätterteig. Sättigung ist schon absolut drin. Der letzte Gang kommt gleich. Mein Getränk ist leider alle. Aber ich sitze neben dem Waschbecken, das ist sehr praktisch. Kommt da noch Bier raus? Gibt es da noch so ein Waschbecken? Ah, das schmeckt. Der 12. und letzte Gang, eine Platz der Wanst. Moment, es kommt noch Süßspeise. Uns Platz der Wanst. Uns was? Platz der Wanst. Mutter, du hast noch nie aufgegessen. Das, ja, das ist eine Vergewaltigung. Das ist Möwenfutter. Die Nachspeise ist ja riesig. Ja, die ist wisst ihr, was ich dachte, das ist eine kleine Schale? Geil. Wir steigen nein, aus. Danke, steigen aus. Wir sind ausgestiegen. Hier geht es schon weiter. Das ist Wahnsinn. Das ist ja schlimm. Das ist natürlich sehr angenehm. Es windet. Es fühlt sich wieder an wie Essig. Das ist alles nicht gut. Wer gut isst, der gut misst. Ardio Hass! Der Leg Day wurde soeben absolviert und gehört jetzt auch wieder zum Trainingsplan dazu. Mal schauen, wann ich in meine ersten Hosen nicht mehr reinpasse. Dann wird entweder das Beine trainieren wieder an den Nagel gehängt oder es gibt aber nur noch Jogginghosen. Hast du eigentlich gehängt oder gehangen? Ah, ich werde mich einfach erhängen. Ich habe nicht drauf geachtet. Junge, ich lutsch deine fetten Nüsse, Alter. Geil, Alter. Das ist einfach nur köstlich. Führt eigentlich irgendjemand Buch, wann die letzte Reinigung dieses Grills stattfand? Also das meiste dieses Fetts ist, glaube ich, jetzt so 7 Monate alt, würde ich jetzt schätzen. Das ist richtig krank eigentlich. Aber das Grillgut ist halt immer noch sehr, sehr schmackhaft. Naja, es ist 2 Uhr nachts und ich bereite mir ein angemessenes Würstelmahl. So. Übrigens, die Hitze kommt von oben. Nicht wundern. Weil der ein oder andere sich beim letzten Mal, als ich das ja gezeigt habe, sehr stark gewundert hat, wie das hier abläuft. Unten ist dann das Fett auf am Becken. Gut. Oh, hier sind von vor Gänger, Fleischbratungen, die Spuren zu sehen. Das ist wirklich feinstes Fett und Schmand, der über Generationen weitergeerbt wird. Und das nächste Grillgut, was den ganz besonderen Geschmack hervorbringt. Zu diesem wunderbaren Mahl gibt es natürlich Steaksoße, die ist vergleichsweise mild, leicht pfeffrig. Und dann die Black Edition Sweet and Hot, neue Flasche. Gerade erst geöffnet. Die ist natürlich schön scharf. Geil. Damit man dem Körper nicht nur um 2.10 Uhr morgens wunderbare Fette und Proteine gibt und Salze und Nitrit, Pökelsalz und Antibiotika und was weiß ich noch in diesem Schwein drin war. Separatoren, Fleisch, Füße, Schnauzen, Sehnen, ihr wisst genau, was es ist. Nein, man braucht auch noch Zucker und Schärfe. Genau, das braucht der Magen, um die Träume heute Nacht. Gummo, es ist Freitag, der 13. Ich bin zwar kein abergläubiger Kanak, aber vielleicht passiert ja heute trotzdem massives Unheil. Also ich bin mir sehr sicher. Und der Tag geht auf jeden Fall damit dann los, dass ich meine
meine Wäsche machen muss. Achso, das habe ich ja gestern schon sauber gemacht. Das ist natürlich gut. Und das ist schon ein massives Unheil, wenn du mich fragst. Das ist viel zu voll. Mann. Und das Unheil nimmt dann auch noch seinen Lauf. Ihr werdet ja gleich sehen, wer hier klopft und meinen Tag sozusagen beginnt. Weil der Mann ist eingetroffen. Welcher Mann? Nein! Hör auf! Hör auf! Bist du bescheuert? Junge, das ist mein Lebkuchenhaus. Alter. Ja, jetzt erstmal schön durch Stock und Stein. Junge, was für ein wunderbarer Schauplatz. Hier werden seit 10 Jahren gefühlt Videos gedreht. Also wirklich fast 10 Jahre. Aber die Unterkunft haben sie zugemauert. Also wirklich wortwörtlich zugemauert. Hier haben immer Leute geschlafen. Ja, das ist wirklich eine Sauerei. Ja, das hättest du fast kaputt gemacht, Alter. Das ist... Ja, ich weiß, ich bin ein Psychopath. Aber ist das nie schön? Ja, ich wusste das. Das ist so, ja, das erste Mal, dass heute das Unheil seinen Lauf nimmt. Verdammt, Affenscheiße hier. Naja, gucken, was noch kommt. Heute ist nämlich Freitag der Arsch-10. Das bedeutet, man kriegt ganz viele Probleme mit Arschen. Also ich hätte jetzt gerne einen richtig fetten Arsch im Gesicht. Oh, so ein ultrasaftiger, weich geschmiegter Frauenarsch. Ja, wir mussten flüchten. Ja. Also, es ist, wie gesagt, passt auf eure Arsch auf beim Freitag, den 13. Ne? Sonst kommt ein anderer Arsch. Und, naja, scheiß Disteln aus. Ne? Die kleben jetzt hier meine Hose, weil ich mich an einem fetten Arsch gerade gerieben habe. Ja, den haben wir dort in dem Haus, das der Max gerade gefilmt hat, verscharrt. Aber ein guter alter Zen-Meister würde jetzt sagen, bedeckt euch weiterhin zu diesem Thema. Deswegen bleiben wir jetzt hier bei YouTube, bei diesem Kunstprojekt und schweigen über unsere kriminellen Machenschaften. So. Eins hierhin. Eins hierhin, das ist quasi die Grundgesetz-Sonnenuhr. Ja, je nachdem wie die Sonne zeigt, zeigt sie auf ein weiteres Grundgesetz. Und wenn hier komplett alle Grundgesetze erleuchtet sind von dem Sonnenlicht, dann ergibt das ja alles Sinn. Ist das nicht schön hier? Im Ghetto? Nee. Wir haben noch ein Paket bei der Post, das wir gerade abgeholt haben. Und ich vermute mal, dass drin ist, was draufsteht. Vom Gewicht her fühlt es sich auf jeden Fall so an. Danke, Marcel. Oh ja, feinster Qualitätsquarzsand. Quarz. Oh. Halt! Oh, fuck. Oh, scheiße. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Neuer was? Ein neuer Dollar. Ich mache das nur, weil ich illegale Müllentsorgung betreibe. Was ist denn hier schon wieder passiert? Oh nein, ich muss mich kurz am Rücken kratzen. Also ich kratze mich ungefähr 20 Mal am Rücken, so als Dehnübung, weil man könnte auch Yoga machen, aber sich einfach den Rücken aufzukratzen, während man sich streckt, ist so ein schmerzerfüllter Energy Flow. Oh. So, wollen wir jetzt erstmal Kaffee machen? Denn im Endeffekt bin ich ein Nichts und ein Niemand ohne den Kaffee. Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben.
Ja, das meine ich wirklich todernst. Ja, du merkst mir es vielleicht an, ich hatte auch heute noch kein Koffein. Das ist halt. Ja, ich habe noch ein bisschen was da. Eine Kaffee, Junge, Alter. Ja, also ich würde meine Tasse nehmen, aber bitte nur pur. Nur pur, wie pur? Ja, schwarz. Warte, suche ich dir die passende Tasse raus. Das ist eine sogenannte Dark Souls und Bloodborne und Sekiro Tasse. Da du aber keins der Spiele je gezockt hast, was eine riesengroße Schande über dich bringt, habe ich ein passenderes Tassenemblem. Warte. Warte, oh. Ja, das sind. Nein! Das ist sogar eine Winklersche Kabelführung. Nein. Ja, hier ist es. Mit, Alter! Warte. Digga! Anders brutal! Schieß! Das Klebeband ist natürlich, ja, es ist natürlich aufgebraucht. Okay, ganz entspannt bleiben, Wo habe ich denn jetzt hier das verfickte Klebeband? Ach, scheiße, ich brauche neues Klebeband. Ach, Mann, neues Klebeband. Wo ist jetzt das neue Klebeband, Alter? Ich... Ah, ach so, nee, das ist auch oben aus wie Klebeband. Ich hab, ja, ich brauche jetzt Klebeband, Max. Außer Klebeband hier, irgendwo muss es zu finden. Also ich würde mich auch grundsätzlich mit der Tasse begnügen. Ja, warte, das muss angeklebt werden. Die Tasse, du kannst ja nicht aus einer Tasse trinken, die nicht personalisiert ist. Also. Ne? Junge, das bin einfach ich. So. Jetzt hat der Max im Hotel seine ganz eigene Tasse. Ich muss sagen, Babas Service. 8 von 10 Ofenkäse. So. Genau. Dieser Vorgang ist einfach nur seinesgleichen suchen und faszinierend. Wenn du kannst dir dasselbe Ding dann nochmal bei mir draufsetzen, dann musst du nie nochmal neuen Kaffee verschwenden. Ich bin kein Kaffeetrinker, das reicht mir völlig aus. Die zweite Durchgießung. Ja, okay, warte. Jawohl. Wer gießt dann nochmal Nuff? Max, mein Freund, der Kaffee wird gerichtet. Ach so. Ja. Ja, ich weiß, du möchtest Ticken haben. Nee, ich krieg unreine Haut von Kuhmilch. Das ist der einzige Grund. Tierleid ist mir egal. Mir geht's nur um meine Haut. Gerade noch so gerettet. Junge, ich bin ein toxischer, mieser Bastard. Und wer mich dafür liebt, der liebt mich dafür. Wer mich dafür hasst, der ist ein Hurra! Das ist zum Kochen. Zutaten: Tario-Verstärke. Alter, was zum Taro-Flavor? Ach, sind das. Mhm. Wisst ihr, was ich jetzt denke? Schmeckt Baba, Bruder. Echt? Jo! Ach, der Kaffee. Umso kälter der Kaffee wird, umso besser schmeckt er. Ich weiß, ich bin komisch, weil ich immer... Ich bevorzuge halt wirklich Kaffee schwarz und fast schon kalt. Dann geht er am besten runter. Also ich persönlich zocke ja nur Warzone und wir sind eigentlich immer nur am Abkotzen über das Spiel in jeder Hinsicht, aber spielen es trotzdem jeden Tag die ganze Nacht. Was sind das für Spermafäden, Alter? Was ist denn das hier und kannst du es empfehlen? Das ist Callisto-Protokoll. Ja, also... bald kommt ja das Remake von Dead Space raus, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Und das Spiel hier ist auch geil, muss ich sagen, also... Ja, das fetzt schon. Nein, du F***! Das gibt's doch nie, Alter! Ja, genau! Das ist das fünfte Mal, dass der Mann zermatscht wird. Langsam durch.
das ist dann mal ein stabiler Fund. Und ich werde jetzt zum neuen Rewe pilgern, der da hinten eröffnet hat. Weil es hier nicht genug Rewe gibt. Das ist der öffentliche Stimmungsbereich, der Supermarkt in der Stadt. Wirklich Wahnsinn. Und ja, da bin ich mal gespannt. Jenny Zinnow. Sieht ja schon mal gut aus. Sehr ehrenwerte Bezahlmöglichkeiten mit Kleingeld. Ja, gut, Automaten sind schön neu. Boah, Alter. Das ist technisch stabil. Und sogar ein Waschbecken hier. Beste gibt. Bis jetzt auf jeden Fall in Babarese. Ja, das Einzige, was wichtig ist, neben gut gepflegten Leergutautomaten, ist die Fleischabteilung und die ist auf jeden Fall stabil. Ja, ich sehe leider keinen Medengin in diesem Regal. Es gibt auf jeden Fall Punktabzug. Absolutes Gewinnerfrühstück um 18.10 Uhr. Es gibt wirklich kaum was Besseres auf der Welt. Dieses Gefühl des Intermittent Fasting oder wie man das nennt, Alter, dass man die ganze Nacht dann fressen kann. Ich liebe das auch. Übrigens, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, die neuen YouTube-Richtlinien, die machen es uns Creatern wieder mal etwas schwerer, also was vor allem Kraftausdrücke angeht und Beleidigungen etc. Ja, muss man sich noch mehr zurücknehmen, deswegen werden wirklich schlimme Worte, also schlimme Worte, was natürlich auch Kindergarten ist, wir sind ja hier nie alle 8 Jahre alt, weiterhin entweder leise gestellt oder irgendwelchen Mist drüber gelegt, weil es heißt nicht nur, dass dann irgendwie das entmonetarisiert wird oder so, nee, das wird ab 18 gestellt oder gleich gestrikt, die sind einfach nicht ganz sauber, Mann. Aber ja, man muss sich fügen. Up, kids, you better run, outrun again. Oh. Ja, da wird er direkt wieder eisenhart. Ich mache mir jetzt erstmal etwas Huhn. Viel Spaß in der Sauna, Brass und Bries. So, Leute, jetzt musste ich nochmal die Zone verlassen, weil mir gleich die Decke auf den Kopf fällt nach 6 Stunden. Auch wenn man dieses Spiel eigentlich liebt, dann hasst es auch. Jeder, der das selber spielt, der weiß, was ich meine. Und jetzt geht es eine Runde Pfand sammeln. Mal schauen, ob ich den Beutel voll bekomme. Das hier ist meine erste Flasche. Und ja, mal gucken, wie ertragreich diese Tour hier wird. Bin lange nicht mehr alleine nachts raus Pfand sammeln gegangen. So eine feine Beschäftigung, um den Kopf frei zu kriegen. Körperlich aktiv zu sein, sauber zu machen, anderen Menschen die Lebensgrundlage wegzunehmen und Geld zu verdienen. Es gibt nichts Besseres. Ja, vielleicht außer seinen eigenen Onkel zu beblasen. Mensch, werden hier sein Despo hier ausgesoffen, Alter. Na, das hier ist doch ein Zeichen. Direkt an der Packstation. Yeah! Uff. Na, ich würde mal behaupten, das ist eine absolut legitime und stabile Ausbeute. Gunnar! Alter. Ja, da habe ich euch wohl ein bisschen geflaxt. Der Wodka wird aus dem nächsten Video gesoffen. Bis dann.